Ahu, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sunkerland mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserem Grandelbart. Ihr seht, es ist 5 Uhr früh, ich bin gerade nach Hause geraspelt. Ja, ich möchte mit euch heute den, wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Den kleinen Luftbank, den will ich bauen. Und dafür haben wir eigentlich alles gefunden, was wir brauchen. Das. Kann ich das eigentlich alles nehmen hier jetzt gerade? Das setze ich mir kurz mal hier runter. Das Fernglas, so. Ich will kurz alles mitnehmen, weil ich möchte ungern Loot jetzt verschwenden. Passen Sie mal auf. So. Ah, guck mal. Da wachsen schon die ersten Dinger raus. Die Bäumchen. So. Warum bin ich jetzt gerade so aufgeregt und so hektisch? Ich habe das Gefühl, wir kriegen gleich einen Angriff. Den möchte ich aber bitte umgehen. Einfach, weil ich heute looten will. Ich trinke jetzt auch schnell was. Essen braucht man nicht. Ich will nur alles verräumen. Will jetzt kurz das Ding mit dem Tank hier bauen. Dafür muss ich jetzt aber kurz erstmal was wegpacken. Und zwar das. Die Würmer. Nee, das kommt da nicht rein. Das und das. So, pass auf. Ich nehme mir kurz das hier. Gehe ins B-Menü und gehe auf Bauen. Und wir haben es gebaut. Den Rest, da ist er. Jo, wir können tauchen gehen. Den Rest würde ich gerne erstmal hier lassen. Zack, zack. Nee, das brauchst du auf jeden Fall. Das lässt hier, das. Wir müssen nämlich nichts essen. Wisst ihr, wie ich es meine? Wir brauchen nichts essen, wir müssen nichts essen. Ich will nur das Boot ausräumen. Einfach aus dem Grund. Ich denke, wir kriegen einen Angriff. Und den möchte ich umgehen. Ich möchte rüber zur Insel, haben wir ja gestern gesagt. Ich möchte letzten Loot holen. Möchte auch in dem Moment das andere Bett, was drüben steht, noch wegmachen. Dass ich nur ein Bett habe, wo ich spawne. Ja, solange wir es nicht beschriften können. So, zack. Jetzt muss ich noch einmal rennen. Ich habe so das. Ich weiß, dass die kommen. Guck mal, die Bäumchen. Sehr geil. Ich guck schon mal hier drüben hin. Ich habe so das Gefühl, die kommen irgendwo. Und die werden halt auch immer stärker, ne? Das finde ich halt auch geil. Es ist wirklich cool abgechanged. Aber wenn du was vorhast und noch nicht so richtig die Rüstung hast dafür, ist es kacke. Warte mal, Munitionsding gehe ich ran. Eventuell müssen wir uns nochmal verteidigen. Nimm das mit. Hast du Bolzen? Hast du nicht? Scheiße. Kann ich sie hier bauen? Kann ich. Reicht. Weg. Zack, zack, erledigt. Und ab. Warte mal, da war noch eins. Jetzt habe ich es versaut. Pass auf, jetzt kommen sie. Mach zu. Essen brauchst du nicht, kriegst du drüben. Ab geht's. Wir hauen ab. Wir hauen ab, wir verlassen unsere Base ganz schnell. Nicht, dass wir den Angriff kriegen. Oh, das wäre so Gülle. Das wäre so unangenehm. Komm, schwing dich drauf, Grantel. Gib Gas. Und gib ihm. Vor. Boah, das war schon ein Schuss. Jo, sehr cool. Dann gehen wir kurz an der Mutanteninsel vorbeischauen, ja? Und machen da unsere 100% voll. Wir sind weg. Jetzt kann nichts mehr passieren. Und ich will natürlich... Das ist so ein inneres Blumenpflücken gerade für mich. Ich möchte definitiv das Fernglas jetzt gleich austesten. Ich glaube, wir sind im Angriff nochmal dagegen gekommen. Ich glaube nicht, dass die uns angreifen, wenn wir nicht auf der Insel sind. Das wäre aber auch frech. Sage ich euch ganz ehrlich. Wir müssen uns auf jeden Fall einen Tag nehmen, wo wir wirklich dann mal sagen, wir bauen Fallen auf. Ja, wo die gleich erstmal einer auf die Omme kriegen. Das wäre auf jeden Fall extrem wichtig. So, jetzt gehe ich mal kurz hier hin. Ich habe das Gefühl, wenn du einmal hier durch bist und die auf 100% hast, kommt da nichts mehr. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, hier sind keine Mutanten mehr drauf. Und hier war ja irgendwas, was wir noch hätten looten. Nö, die ist durch. Die Mutanteninsel ist auf jeden Fall free. Und da denke ich mal, wenn du dann alle Inseln free hast, kriegst du auch keine Raids mehr. Weil wo soll es denn herkommen, weißt du? So, ich lasse mich nochmal gucken. 95%, also irgendwo ist hier noch Loot. Irgendwo ist hier noch Loot. Nimmt hier unten irgendwo. Ah jo, das sind die 5%. Ich sag's euch. Das wär's ja. Warte. 95%. Warte mal. Irgendwo ist das Schwindchen noch. Ja, wo bin ich denn nun? Ah, Grandel. Boah, du bist aber auch ein unfassbarer Hüpfer hier. Aber was soll denn dann die letzten 5% sein? Fischernetze, die kann man, glaube ich, auch bauen, ne? Oder? 100%, es war wirklich das da unten. So! Cool and the gang, sage ich dann nur.
Jetzt gehen wir hier rüber, da bauen wir unser Bett ab. Da haben wir nämlich, glaube ich, auch die 100%, oder? 97%. Da fehlt uns, genau, da hat uns irgendwas gefehlt. Und ich bin der Meinung, es ist irgendwo im Wasser. Ich habe es aber noch nicht gesehen. So, ich denke mal, wir haben den Raid auf jeden Fall sehr, sehr gut überstanden. Er ist nicht da gewesen. Entschuldigung. Ja, ja, ist gut. Akklimatisier dich, alles gut. So, lass das Boot so stehen, das passt. So, wir bauen jetzt schnell das Bett ab. Habe ich den Hammer mitgenommen? Ich habe den Hammer vergessen. Ach Leute, was kostet mich ein Hammer? Ein Seil. Ach, es ist ungünstig jetzt. Jetzt habe ich das vergessen. Dann müssen wir auf dem Rückweg das Ding abbauen. Ich glaube nicht, dass ich das so einfach kaputt machen kann. Den schlafen will ich nicht, Freunde. Hier haben wir nochmal Loot. Das nehme ich mit. Ja, keine Ahnung, was die 7% sind. Irgendwas wird hier noch rumliegen. Die tun mir jetzt aber auch nicht weh, sage ich euch ganz ehrlich. Weißt du, bei 3% war jetzt kein Fass auf. Es kann auch sein, dass es das hier ist. Gebratenes Fleisch. 100%, es war das gebratene Fleisch. Warum auch immer. Ich war der Meinung, das haben wir damals als allererstes genug. Ey, da kannst du was essen. Oh, warte mal, nicht so viel. Die Würmer schmeißt du bitte raus. Die Seeds schmeißt du raus. Das nehme ich gerne mit, das ist okay. Wir müssen ja jetzt nicht übertreiben. Weil jetzt geht es dahin, wir werden viel finden. Denke ich. Nicht die Farbe ändern. Mantel. Das packst du rüber, das packst du rüber. Das Fleisch lässt du hier am Mann. Die 7. Bei. Ja, vielleicht war es auch gar nicht so ungünstig, dass es jetzt gerade nicht ging. Mit dem Bett abbauen. Vielleicht müssen wir da drüben nochmal ran. Vielleicht kriegt man da nochmal eine Überraschung. So, Mutanteninsel ist clear. Die war's, ne? Wäre ich fast woanders hingefahren. Es ist auf jeden Fall auch mehr Action unter Wasser. Man sieht jetzt viel mehr Fische und so weiter. Das finde ich ganz, ganz cool. Stimmt, da drüben, das war die Ruine und links davon die gestrandete Insel. Ne, ich dachte, es wäre doch das Mutantenfluss. Definitiv, das haben wir auch auf 100%. Und da müssen wir jetzt hin. Da haben wir 37%. Also, wir machen jetzt heute den 100%igen. Grantelbart der 100%ige. Das möchte ich gerne machen. Und 37 ist eine Hausnummer. Also da wird einiges an Loot dastehen. Und dann können wir uns irgendwann das Motorboot bauen. Das wäre mir jetzt ganz wichtig. Das möchte ich haben. Das müssen wir haben. Ich will mit dem Motorboot dann rüberfahren, wisst ihr? So. Dann gucken wir mal, ob wir morgen... Warte mal, ich stelle mich mal kurz hier hin. Weil wir haben doch die Möglichkeit, hier die Fallen schon mal auszutesten, oder? War das hier? Wir haben noch gar keine Fallen eigentlich, ne? Hier. Das sind halt einfach nur die Barrikaden, aber noch keine einzigen Fallen. Das heißt, im Endeffekt, wir müssten Stacheldraht klar bauen, drumherum ziehen und dahinter fallen. Ja, wir haben einiges zu tun auf der Base, um die Base erstmal sicher zu machen. Wir werden ja auch mal ein paar Tage auf der Base bleiben müssen, ne? Ich weiß nicht, ob hier noch welche gespawnt sind. Wenn... Haben wir nochmal Action? Wenn nicht, können wir jetzt erstmal ganz in Ruhe looten. Ist jemand da? Kommst du nicht mehr rein, oder was? Fett geworden, Grantel? Naja, aber das sieht so aus, ob hier nichts ist. So, gut Loot, würde ich sagen. Jo, Energieriegel. Sehr, sehr schön. Gehen wir gleich hier unten rein. Kommst du nicht rein? Bist du wirklich zu fett geworden? Bist du wirklich zu fett geworden? Das war ja, also... Oh. Stimmt. Ich glaube, Sachen... die du runterschmeißt, werden sofort oder werden nach einer kurzen Zeit, ich glaube 30 Sekunden, nicht spawnen. Ich glaube aber, Sachen, die wir finden, aber nicht mitnehmen können, bleiben da. Laut dem Update. Kann aber auch sein, ich habe mir das wieder falsch verstanden. Guck mal hier unten. Okay, Reifenstapel. Eine Taschenlampe. Nee.
Dekoration. Ah, ich dachte, die kannst du in der Hand halten. Also so hier. Haben wir noch Platz hier, ne? Ja, aber da bin ich guter Dinger, dass wir die auf 100% kriegen. Da ist das safe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Kaputtes Jagdgewehr. Nochmal taktische Weste. Nochmal eine Lampe und hier eine Bauplantheke. Leute, wir müssen da dran. Taktisches Gewehr und das kannst du trinken. Den Wurm nimmst du mit. Ja, nimm ruhig mit, solange wir Platz haben. Die taktische Weste müssen wir uns bauen. Ich glaube, die hat mehr Rüstung als die hier. Das ist nämlich nur der Schrottpanzer. Das ist die taktische Weste. Ich weiß gar nicht, ob man die übereinander ziehen kann. Werden wir uns definitiv bauen. Guck mal hier hinter nochmal. Nicht, dass wir hier noch irgendwas sehen. So, kurz auf M. Wie sieht es lootmäßig aus? 71%. Also, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was jetzt gefunden. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem ans Boot raus und packen erstmal was weg. Und dann mit der restlichen Zeit würde ich aber wirklich sagen, fahren wir zu unserer Base zurück und bauen eventuell was. Ich glaube nicht, dass die nachmittags kommen, die Jungs. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ganz weh. Oh, super Loot. Super Loot. Pack ruhig rein. Hast du Hunger? Isst das Fleisch? Dann hast du da wieder was gut gewonnen. Boah. Kippt das Boot auch noch um. Was ist denn los da hier? Die sind wirklich schwer geworden. Aber jetzt mal kurz gucken, ob wir hier alles hatten. Da weiß ich es nämlich nicht mehr. Das Schöne ist halt auch, dass die dann auch weg sind, ne? Ganz geil. Also, warte mal. Das wollte ich ja mal testen. 6. Oh, ist das cool. Oh, guck mal da drüben. Da könnte man eigentlich auch nochmal hin. Da müssen wir demnächst hin. Ah, das ist viel Loot, guck mal. Boah, das ist ja geil, das Glas. Voll cool. Guck mal, unser Haus. Ach, wie schön. Oh, ich dachte, tut sich was. So, Komponentchen oder was? Mega. Ey, so jetzt haben wir echt alles im Griff. Also jetzt sind wir wirklich angekommen. Es hat ein paar Tage gedauert, dass wir so langsam dass wir viel Zeit verschwendet haben oder auch länger gebraucht haben. Oh, ich dachte, es wäre Loot hier, ne? Ich dachte, es wäre nochmal Kistenloot. Wie sehen wir denn jetzt aus? 78%, also... Ich habe so das Gefühl, wir müssen hier nochmal irgendwo tauchen gehen. Weißt du? Hier ist doch nichts mehr. Was sind die letzten 30%? Prozent? 80%, 20% Loot liegt hier noch irgendwo. Ist das vielleicht echt um die Base rum? Ich hätte echt gedacht, dass das hier drüben auf dem Bus Loot sein soll. Stimmt auch, nur ich finde den Point wieder nicht, wo man draufklicken kann. Das ist unser Boot, nö. Da unten ist noch ein Fass. Okay. Ja, hier. Wie konnte ich denn das übersehen? So ein Bett hätte ich ja auch gern gebaut, ne? Sein gerade. Kann man bestimmt finden. Gehe ich mal ganz stark davon aus. So, ich glaube, das sind dann unsere 100% Baked Beans. Was zu trinken. Nochmal hier Wäsche. So, wir gucken. 88%. Okay. Was ist denn da für ein geiles Hemd? Wirkt halt leider nicht, ne? Tanktop. Ja, aber komm, ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt brauche. Wenn man dann vielleicht eventuell mal so eine Wüstenbiom kriegt oder so, wo du halt auch wirklich auf deine Kleidung aufpassen musst, dann würde ich sagen, okay, klar, nehmen wir mit. Hier unten war noch 90%. Es ist bestimmt noch was um die Base rum. Vielleicht hier hin? Hier hin? Oh, die hätte ich fast verloren. 90%, aber das dauert erst noch ein bisschen, wenn du dich bewegst. 93%.
Ich gehe mal kurz schwimmen. Ach, guck mal, stimmt, wir haben ja den Tanker. Den Tanker, ich bin auch. Oh, guck mal, wie cool. Jetzt können wir aber auch richtig mal unter Wasser looten, hey. Und der braucht nicht lange. Ich habe die Tauchflasche schon wieder voll vergessen. Dass wir die jetzt gebaut haben. Ja, aber das sieht mir jetzt nicht nach den 100% aus, die wir hier finden. Was ist das für eine Spalte? Ist halt einfach nur eine Spalte. Aber wenn die dann auch leer ist, ist die leer. Dann müssten wir uns auf jeden Fall dieses, dieses Gerät bauen. Die sind einmal drumrum, ne? Habe ich das Gefühl. Dieses Gerät bauen, dass wir die Luft wieder reinkriegen. Ist ja auch geil. Hier hätten wir ja von unten angreifen können hier. So richtig in Raid-Manier. Wir sind halt von oben wieder rein. Hätten sie überraschen können. Aber alles wieder nicht gemacht. Da ist noch der Loot. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das sind die letzten 100%. Die letzten 100% sind die 100%. Die letzten Prozent an den 100. So. Ich laufe jetzt aber nochmal drum rum. Wo ist denn eigentlich euer Eingang hier? Hier, ne? Wie kommt ihr hier rein? Oh, ich hab mir was. Das ist aber nicht das, was ich... Da ist noch was drin. Nee. Der ist jetzt doch nicht umsonst da. Wo bist du? Du musst hoch, Grantl. So. Wo ist denn das? Hier. Und da sagt er mir, dass ich... Das ist doch die Tür. Ja, aber das können ja nicht die 100% sein. 95%. Was sind die 95%? Die 5%, was sind die? Bin ich so blind? Es ist 100%ig der Loot hier oben. Gibt's doch nicht. Was habe ich noch nicht gesehen? Ich würde es gerne auf 100 haben. Ich meine, wenn es jetzt nicht klappt, vielleicht kommt dann auch irgendwas, was ich jetzt übersehen habe, wie beim letzten Mal auch. Weißt du, da war ja auch hier irgendwie was nochmal gespawnt. Auf der einen Insel, dass wir dann die 100% hatten. Aber ich sehe es halt jetzt auch nicht. Hier oben ist halt auch nichts mehr. Ne? Ja, dann gehen wir halt mit 5%. Wir denken uns einfach die 100 und gehen mit 5. Wobei ich... Oh, sorry. Wobei ich der Meinung bin, dass das hier der Loot ist. Das ist noch ein Container, den du hättest looten können. Ich gehe jetzt nochmal einfach hier hin. Alter, wie akrobatisch er hier rüber geht, ne? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es die Tür ist. Ich meine, wenn es ist, dann ist es mir egal. Dann ist es halt die Tür. Komm, hüpf ins Wasser. Sehr gut, hast du es gemacht. Gut, Leute, wir haben es. Wir müssen jetzt auch nicht weiter hier Zeit verschwenden, ne? Ich sag mal so, wir haben die 100%. Alles ist gut, alles ist schön. So, fahren wir nach Hause. Zeit haben wir noch. Haben wir noch, genau. Machen wir noch ein bisschen, überlege ich gerade, was wir machen. Ob wir jetzt nochmal... Ich glaube, wir verteidigen, machen ein bisschen Base-Verteidigung, oder? Wir lernen ein paar Fallen. Gucken mal, dass wir die gebaut kriegen. Das Problem ist halt, ey, wir werden Holz brauchen. Wir haben so einen kleinen Holzmangel. Da müssen wir auf jeden Fall... Wir müssen auf die große Sekteninsel. Da war extrem viel Holz. Und das Motorboot müssen wir bauen. Das hitte ich mir aber jetzt mal kurz an, damit wir wissen, was wir brauchen. 10 Komponenten, 5 haben wir. Wir könnten es sogar fast bauen. Ich bin der Meinung, wir haben die Komponenten, die restlichen dort. Oder wir gehen tauchen. Oder wir gehen tauchen. Aber es kommt definitiv der Angriff. Das ist hier die kleine Insel, wo wir gespawnt sind. Sorry. Ich power den immer aus, den armen Kerl, ne?
Ja, wie machen wir es denn jetzt? Es ist, glaube ich, egal, die kommen von jeder Seite. Also egal, wo wir irgendwas offen hätten oder nicht, sie kommen. Das heißt im Endeffekt, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Wo ich mir aber gerade Gedanken mache, ist, dass ich doch eigentlich schon viel mehr Stacheldraht gebaut hatte, oder nicht? Sehr, sehr merkwürdig. So, ist aber nicht schlimm. Alles gut. Ich lasse mich davon jetzt nicht beeindrucken oder so. Die kannst du trinken. Ich will jetzt nämlich erstmal kurz gucken, dass wir das gebaut kriegen. 5 Komponenten. Ich bin der Meinung, die haben wir. Dann bauen wir uns das Motorboot jetzt noch schnell. Und ich lerne kurz die Waffen. Die Fallen. Dass wir da auf jeden Fall Damage machen. Fallen, 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 Paket. Hier, ne? Da haben wir keine Fallen. Ne, die Dreifachschusspistole wäre halt mega geil, ne? Die könnte man sogar bauen. Die Wandsperre oder Wandfalle. An Wänden angebracht werden in der Nähe feindlicher Wandsperre. Die müssen wir aber an die Wand bauen. Das heißt, wenn die da sind, sind die schon drinnen. Dann ist es ja auch wieder Gülle. Boah, ich weiß nicht. Ich forsche sie aber. Was wir haben, haben wir. Da müssen wir jetzt nicht rumeiern, ne? Die Metallaxt. Ich bin mit meiner eigentlich ganz zufrieden. Rüstungswerkstatt, hier wollte ich rein. Leute, 25% Rüstung, die bauen wir uns. So, ich gucke aber kurz wegen den Gummi. Da ist es nicht. Da haben wir nochmal Gummi. Oh. Die Waffenteile kommen jetzt erstmal kurz dort rein. Ich räume da nachher auf, das mache ich dann noch. Das lasse ich am Mann. Oh, haben wir jetzt wirklich keine Komponenten mehr oder was? Der Gummi ist da. Es fehlen die Komponenten. Es fehlen 5 Komponenten. Ich weiß, dass wir sie bauen können. Was kostet mich denn das Ganze? Glas und Metall. Nee, das ist zu teuer. Das ist absolut zu teuer. Das lassen wir. Dann lass uns lieber noch mal ein bisschen hier Fallentechnik anbringen. Die war doch hier, oder? Hier. Da können wir genug bauen. Oder Stacheldraht. Ich packe mir die 15 hier rein. Die habe ich sogar drin. Ich packe mir das rein. Den Rest nehmen wir, um noch mal Stacheldraht zu ziehen. Da habe ich nichts mehr. Da habe ich noch was drin. Warte mal, war hier das Ding mit der Rüstung? Hier. Wo ist denn der Stopp? Wir bauen uns noch die Rüstung. Jawohl. Yo, ist das geil. Ist es. Das ist so stark. Hier. Zack. Yes, Baby. Wir haben richtig Rüstung. 100%iger Grantelbart und Rüstung. Und dann bauen wir noch zum Ende. Stacheldraht. Ah, ich denke, die kommen jetzt demnächst. So, und dann gehe ich hier runter. Lass uns das noch anstellen. Eventuell kommen sie auch gleich noch. Dann haben wir noch mal ein bisschen was in der Folge drin. Aber immer wenn die Musik aufhört, habe ich das Gefühl, jetzt sind sie da. Ich frage mich halt auch, von wo sie dann kommen würden. So, hier am Gewächshaus vorbei. Also wir haben die Mats für das Motorboot weg. Wir haben bis auf die Dinger, aber da gehe ich nochmal tauchen. Da würde ich offline einfach nochmal tauchen gehen. Ich mache das jetzt auch hier rum. So groß muss ich hier das mit der Base nicht haben. Boah, das läuft gut. Wir sind fast rum. Guckt ihr das an. Jo, wir sind fast rum. Das ist geil.
Das ist richtig gut. Dann werden sie eventuell von der Seite da kommen. Ich weiß es halt nicht, ne? F, habe ich hier noch was drin? Hier haben wir noch eine taktische Rüstung. Das bleibt jetzt erstmal drin. Das räume ich dann morgen. Hier, komm, nimm es mit. Nimm alles mit. Zack. Ja, Motorboot. Ich gehe dann nochmal tauchen. Das mache ich dann ohne euch. Ich will einfach noch die letzten Komponenten haben. Und dann bauen wir morgen in der Folge gleich als allererstes das Motorboot. Und dann gehen wir rüber zur Sekte. Ganz einfach. Wir machen das mit den Materialien, die wir haben. Ich denke mal, da werden wir die Sekte auf jeden Fall kriegen. Ich würde es einfach probieren. So, zack, zack, zack. Alles erledigt, alles da. Wir bauen uns auf jeden Fall nochmal Metallbrustbolzen hier. Metallbrustbolzen. Die Sekte gucke ich mir morgen aus. Das machen wir so. Ich nehme dann auf jeden Fall noch ein bisschen Heilung mit. Ja, ihr Lieben. Ich gehe pennen. Da kenne ich nicht. Kann ich schon pennen? 19 Uhr. Warte mal noch ein bisschen. Ihr Lieben, ich log aus. Das mache ich auf jeden Fall. Nicht, dass die wirklich kommen. Und ich würde sagen, geile Folge. Hat Spaß gemacht. Bis morgen.